Herzlich willkommen hier zurück zum Südhermann-Projekt, ne? Metal 15 mit dem Tene. Hellas, muchachas. Mit dem Björn. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour, und mit dem Wichsel. Hallo. Hallo. So, schauen wir jetzt mal die Rübenschnitzel hier schön in den Anhänger rein und werden wir da mal schön die Wampe damit einreiben gehen. Heute ist Freitag, so. Freitag, ne? Heute ist Freitag, Junge. Heute oh. Abend werde ich Party machen hart. Wupp, wupp. Ja. Auf was der Gamescom! Wupp, wupp. Also nicht auf der Gamescom, aber bei der Gamescom mit dem Randy zusammen und dem Pixolino zusammen und der Björn ist leider nicht da. Nein. Aber und das finde ich sehr schade. Haben aber heute auch ein Interview. Aber mich findet ihr dafür auf der Agritechnik. Achso, ja. Ja, den finde ich auf der Agritechnik. Toll. Es geht aber gerade um die Gamescom, Junge. Oh, Gamescom. Wo kann man hier zocken? Ach, ist das scheiße. Alter, die Rübenschnitzel müssen wieder zum Pferdehof. Und der Pferdehof ist am anderen Ende der Welt. Ach Mann. Irgendwie wie alles hier auf der Map. Naja, das ist, ich hab das Gefühl, der Modder hat das mit Absicht gemacht. Oben links muss nach unten rechts. Damit der Tino was zu tun hat. Naja, es macht ja Spaß. Ohne Frage. Die Taurus gehen ja, die fahren ja auch 70. Sei froh, dass es keine echte Vierfach-Map ist. Ja, aber da hätten wir andere Sachen, ne? So, jetzt fangen wir an hier. USB 3.1. Genau, letztens, und zwar vor 24 Stunden haben wir drüber gesprochen, wollten wir als Thema ansprechen. USB 3.1 ist am Kommen oder am Entwickeln und ja, was das Schönes kann, ich glaube, Björn weiß mehr. Ja, ich lese mal kurz, noch mal kurz vor. Ich muss mal kurz anhalten dafür. Weil Mensch, was erst die Schalte zu Ihnen rüber machen. Okay. was haben wir hier? Super Speed Plus Übertragung mit 10 Gigabit pro Sekunde und Anschluss bis zu 100 Watt zum schnellen Laden sowie einer verdrehsicheren und endlich universellen Stecker. Das heißt, man muss den USB-Stecker nicht mehr in eine Richtung rein. Man kann den einfach reinstecken und fertig. Das ist wie das iPhone-Ladekabel, finde ich auch genau, total genial. Richtig geile Neuerung, ja. Aber die Übertragungsgeschwindigkeit und die, vor allem was der Pixel gestern schon angesprochen hat, die Stromversorgung ist ein ganz, ganz großes Thema und wirklich hat was, ja. Also 10 Gigabit, nochmal so zur Info, also sind roundabout, jetzt nicht 1:1, ungefähr 1 Gigabyte pro Sekunde. Also Sie haben das Geschwindigkeitsrausch, steht hier drin, bis zu 753 Megabyte pro Sekunde schaufelt die Super Speed Plus. Okay. Im Asus USB 3.1 Verband, ja. Mhm. Also auf eine SSD drauf. Na super. 53 Megabyte, das ist schon eine ordentliche Menge, ja. Ja, weil ich frage mich nämlich auch gerade, das wäre das nächste gewesen, welche Platte liest oder schreibt denn diese Datenmengen? Das natürlich, ja, SSDs. Wenn dann überhaupt. Also eine HDD-Platte, nicht wundern, Leute, kann diese Datenmengen gar nicht schreiben oder lesen und deswegen werdet auch solche Geschwindigkeiten, würdet ihr mit 3.1 gar nicht erreichen. Das ist nämlich das erste Problem. Das heißt, man braucht mittlerweile dann schon SSD-Platten, selbst zum Datenabspeichern. Also für die normalen Daten, wo ja jetzt jeder HDD benutzt, weil es einfach viel, viel günstiger ist. Ne? Und man ja eigentlich nur das Betriebssystem oder die Programme, die man hat, auf einer SSD braucht, weil die erfordern ja den schnellen Zugriff für ein schnelleres Arbeiten. Aber ja, für normalerweise irgendwelche Filme oder Musik oder Bilder oder whatever, was ihr eben auf dem Rechner habt, brauchen wir normalerweise keine SSD-Festplatte. Möchte man mit USB 3.1 arbeiten allerdings schon. Genau. Zumindest mit voller Geschwindigkeit. Zumindest mit voller Geschwindigkeit, korrekt. Weil nicht, dass dann die Ersten wieder anrufen beim Hersteller, bei Samsung in Korea oder so. Naja, Wird eh passieren. Warum schreibt meine Festplatte nicht so schnell? Ja. Aber das ist eben das Problem. Und ich sehe noch ein Problem in der ganzen Geschichte. Und zwar, was wird es ändern? Also jetzt mal so blöd mal einfach gefragt. Nix. Achso. Ja, also aber da gesagt mal so blöd gefragt, hast du leise geredet. Ja, ich dachte, da kommt noch was. Was hört sich Weil, wie lange haben wir damals gewartet? Wir gehen mal ein Beispiel aus, einen Film. Ich schieb mir einen Film auf einen USB-Stick, meinetwegen, mit 3.1. So. Oder kein Film, sagen wir halt auf eine externe Festplatte mit 3.1. So, wie lange habe ich früher gewartet bei USB 2.0? Wie lange warte ich bei 3.0?
Wie lange wäre ich bei 3.1 irgendwann warten? Es sind leider immer wieder die gleichen Zeiten, es wird sich nicht minimieren. Weil das Problem ist ganz einfach, dass die Datenmengen immer gigantischer werden, die man verwalten muss. Es ist ja nicht so, dass nur die Übertragungsgeschwindigkeit steigt, sondern es ist ja auch die Datenmenge, die übertragen werden muss, die exorbitant ansteigt. Richtig. Und das ist das Problem. Früher hat sie die... Frage? Ja? Haben wir noch einen Hänger? Also ich habe einen in der Hose gerade. Ich weiß nicht, Björn und Renny haben bestimmt auch einen in der Hose. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mit deinem Hänger ist, weil du fragst. Anhänger. Steht. Du meinst den Anhänger, oder? Ja. Den. Entschuldigung, das sind. Mensch, das sind hier die Bauerndinger, die wir hier rausholen. Da musst du. Du bist der Newbie. Das ist halt so. Am Hof. Um deine Frage. Also ich wäre aber auf dem direkten Weg zu dir wegen Abtanken, oder? Okay, gut, dann. Achso, ja, wegen Abtanken. Ich bin nicht gleich bei dir, fahre hier gerade schon die Straße runter, weil ich habe nur fix noch die Hockschnitzel, die Rübenschnitzel da zum Dingsbums Pferdehof gebracht. Müssten Geld bekommen haben, Randy. Das ist soweit auch korrekt. So, leider habe ich jetzt die Aufbringung nicht so ganz gesehen, aber naja. Aber wie gesagt, wie groß war früher ein Film? Früher hat man DVDs geschaut. So. Oder sagen wir mal CDs. Oder wo waren früher? 400, 800 MB? 600, 700 hätte ich jetzt gesagt, sowas. Also ich frage jetzt mal so eine Runde, Tino, Randy, ihr habt die meiste Erfahrung. Ihr nehmt ja in Full HD auf, oder? Ja. Genau. Also 1080, ne? Wie viel, wie groß sind bei euch die Filme jetzt? Es kommt drauf an. Wenn du eine Rohdatei aufnimmst mit Fraps, dann hast du ungefähr 50, 60 GB. Das reicht aber manchmal gar nicht mehr. Genau. Also jedenfalls weiß ich nicht, wie also das ist eine Rohdatei. Das wäre 1:1. Ja. So, natürlich nehmen wir nicht mit Fraps auf, weil das einfach kacke ist, so eine Rohdatei zu haben. Sondern du kannst mit XSplit machen. XSplit auf sehr guten Qualitätseinstellungen, ungefähr 5 GB. So ganz grob, es kommt natürlich auch drauf an, was du machst. Können auch mal 3 sein oder mal 7. Je nachdem, wenn du zum Beispiel hier dreschen tust mit Häckseln und so weiter, das ist halt, das merkst du sofort in der Größe des Parts. OBS jetzt zurzeit, ja, 1,5. Also, genau. Also ich liege jetzt bei mir mit XSplit, mit der Aufnahme mit 60 FPS in voller Auflösung, liege ich zwischen 9 und 13 GB. Mm. Ne? What? Ja. Ja, ist XSplit, ja. Kann ich mir schon vorstellen. Und wenn man die Datenmengen sieht, wenn man die jetzt, wenn ich hier zum Beispiel aufnehme, tue auf eine SSD. Die tue ich dann rüberschieben auf eine normale HD. Du nimmst auf eine SSD auf? Ja. Oh. Ungesund, Leute. Sehr ungesund für die Festplatte zumindest. Nimm die dann rüber auf eine normale Platte, HDD-Platte, und allein die Übertragung, naja, die dauert schon einen Moment, weil ich das über ein USB 3.0 übertrage. Meine Frage, warum nimmst du es auf eine SSD auf? Zwecks Geschwindigkeit, aber... Eigentlich Schwachsinn. Also, Schwachsinn will ich jetzt mal nicht sagen. Aber selbst eine Rohdatei mit 60 GB schreibst du problemlos in der Zeit auf eine HDD. Ja. Weil du musst so sehen, eine HDD kann in 100 Sekunden 3 GB schreiben. Und das ist 1 Minute also, 30. Ja, dann probieren wir das mal. Also das ist, das ist eigentlich eine SSD. Also das Problem ist, dass eine SSD eigentlich nicht so viele Lese- und Schreibvorgänge machen sollte wie eine HDD, weil das wird die niemals schaffen. Also eine SSD ist da nicht, die ist eher zum schnellen Datenladen. Ja, das, genau. Das hatten wir ja damals mal zum, als ich meine Festplatten gekauft habe, Specs Rendern, Genau. Also musst du auf echt ab hinten runter. Ja, jetzt ja gut. Du ein Arsch runter, Junge. Wie im Knast hier. So, auf jeden Fall. Ja, und das ist eben das Problem, was ich sehe. Ich meine, es ist ja cool, es ist schön. Am Anfang ist die bei der Umstellung ist es natürlich definitiv erstmal Geschwindigkeitsvorteil. Aber das war es damals auf 3.0 auch. Da hast du auch auf einmal die vierfache Geschwindigkeit gehabt, von 30 oder was 2.0 geschafft hat, auf 120 oder 130, was 3.0 schafft. Und das war natürlich erstmal mega gewesen. Aber dann kam halt Blu-ray. Das ist halt, weißt du, bist halt von DVD auf Blu-ray und dann war das alles wieder für den Arsch. Das finde ich sowieso so ein bisschen, ne, wenn man sich das mal anguckt. Also ich habe seinerzeit mir den ersten CD-Brenner gekauft,
Da habe ich noch mit allem, mit dem Controller, den man noch brauchte, weil das war ja SCSI, weil IDE war ja zu der Zeit, das war überhaupt nicht denkbar, dass die Datenmengen übertragen wurden. Da was, SCSI war das noch? Ja. Oh mein Gott. Ja, da habe ich über 900 Mark bezahlt für Laufwerk und Controller. Und es war immer so, dass das im Grunde ist dieses, die Brennerei, eine Generation hinten dran, wie du schon sagst. Es gibt zwar jetzt Blu-ray-Brenner, aber überleg mal, bei welchen Datenmengen wir auf Festplatten schon sind. Wie viele Blu-rays brauche ich denn da, um eine ganze Festplatte zu sichern? Ja. Also, ja. Das ist ja das Problem. Genau. Wenn ich überlege, also ein Kumpel von mir sammelt und du kannst durch den Dings durchfahren, Pixel, durch den Mast. Der hat keine Kollision. Okay. Ist zwar ein bisschen blöd, aber geht halt leider nicht anders. Aber sind ja, glaube ich, nur noch zwei oder drei Reihen. Ach, du hexest ja auch immer noch Rüben hier. Wollen wir mal tauschen wieder, oder? Ja, das mache ich. Ich mach's jetzt noch zu Ende. Okay. Ja, zieht er durch, der Boy. Mit Rückwärtsfahren wird's auch langsam, hä? Ja. Aber der Baum hat doch eine Kollision hier. Der Baum, aber der Fahnenmast hat keine. Der Strommast. Ach, der Strommast, okay. Der Strommast hat keine, das meinte ich. Gut. Du bist ja 10 Folgen drumherum gefahren. Toll. Der Strommast hat. Nee. Guck mal. Ehrlich? Ey, Tatsache, der hat eine Kolli. Oh, ich kann sogar hochklettern. Wie krass ist das denn? Siehst du das? Nee. Siehst du mich? Nee, ne? Nee. Schade. Ich bin jetzt oben auf den Arm von dem Strommast. Nice. Wie krass ist das denn? Man kann den Strommast hoch... Warte mal, das geht da noch höher, oder? Oh nein, nein, nicht runterfallen. Alter, ich komme mir gerade vor, wie heißen diese russischen... Ihr wisst schon, was ich meine. Die überall hochklettern. Wie Climber. Nee. Geisteskranke. Nein, die haben so direkt so einen Namen. Schwede, ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja. Oh Gott, da war eine Leitung. Also diese Tätigkeit, ja, diesen Namen. Diese Tätigkeit. Ja, genau, diese eine Tätigkeit. Diese Tätigkeit. Diese Tätigkeit. Wird keine leichte sein. Ja. Es ist sehr schön. Ich stehe jetzt oben auf dem Mast drauf. Das ist ja der Obershit. Boah, ich sehe dich. Siehst du mich? Ja, wink mal. Hallo. Wie geil ist das denn bitte? Ey, ist ein super Ausblick hier oben. Hier ist direkt der Hafen. Aber ja, wegen diesen USB 3.1 und wegen diesen ganzen Datenmengen und so weiter oder hier, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, liebe Zuschauer, wie ihr das seht. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Denn es ist halt so, ja, keine Ahnung. Was ich eigentlich erzählen wollte, ein Kumpel von mir sammelt Filme, ne? Also auch so gerne so uralte Filme oder so alte Filme aufgearbeitet, ne? Gibt's ja auch oft, dann in Blu-ray oder so Qualität oder DVD oder was weiß ich, so ganz alte Schinken da und so. Und der sammelt die und der archiviert die direkt zu Hause bei sich auf der Platte und alles. Und der hat sich jetzt, ich muss dazu sagen, der hat direkt einen Server zu Hause stehen, also fürs Haus. Kann man machen, ne? Also er hat direkt einen Hausserver. Unten im Keller ist quasi eine Servereinheit und da ist das gesamte Haus mit vernetzt. Hat auch Smart TV, ist da technisch auf einem sehr guten Stand. Smart TV und so weiter und hat quasi ein RAID-System. Oder weiß nee, ein RAID-System ist es nicht. Es ist quasi ein, ja, einfach nur, wie nennt man das? Wie nennt man das von Fantech hier, was ich habe? NAS. NAS, ist das ein NAS? Ja. Network Assisted Storage. Genau. So, einfach so, kannst du 4 Festplatten, 6 Festplatten, 8 Festplatten, je nachdem, was du eben hast, kannst du da reinknödeln und fertig ist als zentrale Speichereinheit. Und da hat er auch eins mit 4 Festplatten und hat da 4x2 Terabyte immer drin gehabt, die ganze Zeit, 8 Terabyte. Sind jetzt aber voll geworden und da hat er die alle rausgeschmissen, die ganzen 4x2 Terabyte. Und hat sie ausgetauscht gegen 4x6 Terabyte Festplatten. Nice. Ich will auch nicht wissen, was die gekostet haben. Weil 6 Terabyte ist noch nicht ganz so günstig.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, ich bin ja eigentlich auch dafür, ich bin auch jemand, der gerne Filme gesammelt hat. Wir haben wahnsinnig viele DVDs noch, aber das habe ich irgendwann mal aufgegeben. Das ist eigentlich Schwachsinn, ne? Genau, weil ganz ehrlich, heute ist Internet, also du hast eigentlich eine so gute Leitung und so gute Anbindung, dass du in Full HD, wie gesagt, streamen kannst. Ja. Und dann sieht es so aus, wenn ich dran denke, was ich auf Netflix alles gucken kann, zum Beispiel, jetzt mal wieder Werbung, aber oder auf Amazon Prime oder wie auch immer die alle heißen. Das kann ich ja im Leben gar nicht alles gucken, was ich gucken könnte. Also allein von der Zeit her, die ja, oder zur Verfügung was man steht. Gucken wollte, ne? Ja, das kommt natürlich noch dazu. Es muss ja auch von der Qualität stimmen, ja. Aber ja, meiner Meinung nach ist dieses und auch diese Vorratsdatenhaltung, wie gesagt, ja, ach, da ist ein Film, den möchte ich gerne gucken oder dies oder das. Also die Filme, die ich unbedingt haben möchte, direkt auf Platte. Was war Moment, das? Moment. Ah, okay. Hallo? Ja, auf jeden Fall sind das eher weniger. Das sind nicht so viele. Ja. Ah, okay. Und deshalb denke ich, lohnt sich das nicht wirklich. Also ich denke, man kann so viel gucken, wie gesagt, online und die Zukunft wird da sowieso hingehen. Definitiv. Also gerade Samsung mit Smart TV und so, das ist ja jetzt schon fast wieder Standard. Ja. Überleg mal, die Klotze ist mit dem Internet verknödelt und alles und ja, du gehst halt surfen, einfach von der Couch aus und wie du schon sagst, gehst auf Netflix, machst dir den Film rein, den du schauen willst und dann kommt er, fertig. Eben. Und das ist eben das. Auf Netflix, ich hab's ja im Urlaub gesehen bei mir, im Schlafzimmer ein 77 Zoll Fernseher drin gehabt, ein Smart TV, Netflix reingehauen, eingeloggt und in Ultra HD geguckt. Fett. Das ist nett. Ja. Ist fett, oder? Ja, klar. Ja. Bist auch dem Bescheid. Sag mal, ihr dürft mal zum Hof kommen. Ja, danke Mario. Hast du schön gemacht. Hast du schön geliefert. Alles klar? Ja, tschüss. Komm mal zum Hof. Das ist ein Dummkopf. Komm mal zum... Nee, komm echt mal zum Hof. Ja, ich weiß, ich bin da. Trottel, ey. Oh. Oh, nee, du. Ist doch schön, ja. Ist doch schön. Was ich besonders witzig finde, ist, wenn wir jetzt raus... Was ich dafür einen Aufwand mache, dass das Handy klingelt. Ja, ja. Wegrufen der Fritzbox eigentlich. Oh, ja, nee, oder? Was ich besonders witzig finde, ist, wenn wir hier stehen, haben wir alle andere Klamotten an, als wenn wir drin sitzen. Ja, das ist normal. Glas-Skin, das ist. Oh, hier hast du sogar einen Glass-Skin. Guck mal, Pixel. Guck mal, wenn ich mich reinsetze. Ja, ich weiß. Deshalb sag ich doch. Also, ich will nicht sagen, aber das ist ja direkt die Lieferung für mich hier. Den habe ich mir ja gewünscht. Hier als Mod auch mit drin. Gerade hier die Special Edition in Weiß. Alter, oder Limited Edition. Oh, guck mal hier hinten, dieser Schriftzug noch drauf, in Gold. Dieser edle Schriftzug in Gold. Mal, Limited Edition. Oh, ist der geil, oder? 87er, das ist schon was. Aber wir sind damit erstmal fertig. Würde ich mir gerne mal am Schnibbi ziehen jetzt. Richtig, dann zieh dir mal am Schnibbi. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann, oder? Hat der Beifahrerskript? Ciao. Ja. Och, geil. Tschüss.